Willkommen, meine lieben Genossen, zu weiterer Part mit Isaac, diesmal mit Kane natürlich. Und wir und Kane und ich wollen weiter und Isaac kaputt machen und vielleicht Isaac nehmen Herausforderung an und sterben. Und was sagen du, Kane, dazu? Ja, Kane will alle töten. Kane will natürlich Isaac töten. Ja, und Leute, wir wollen schauen, dass wir den D6... Naja, schönes Item. Oft genug noch aufladen können, um... Was zu holen? Was? Um alle Items umwechseln zu können. Da ist kein Geheimraum. Komisch. Komisch, da ist auch keiner. Aber wir haben einige Herzen. Dam, 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 du kriegst es. Dam, 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 du auch. Dam, 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 du erst recht. Dam, 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 und du auch. Und du gibst mir jetzt endlich mal den neuen Herzcontainer. Und ich habe zu viele Münzen. Nicht vergessen, PB-Style, da hinten ist noch ein Shop mit einem Schlüssel, den ich kaufen will. Oh, 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 oh. Unbesiegbare Spinnen. Unbesiegbare Spinnen. Besonders, wenn ich mich hier rein... Ach, jetzt hat's nicht geklappt. Ja, genau, hier. Hier so reingehe. Hallo, hallo, hallo. Hallo, du tot sein, du tot sein. Haha, ja, stirbt ja alle sofort. Ist ja nett von euch. Nett, aber ihr braucht doch nicht sofort zu sterben, wenn ich einfach nur sage, oh, ihr müsst sterben. Tot, 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 sofort tot, sofort tot. Wir nehmen uns das halbe Herz mit als kleines Souvenir und wechseln sofort dieses Item hier. Die Feder. Crack the Sky. Ist wirklich cool. Bringt mir aber jetzt gerade gar nichts, weil ich kein Leertasten-Item haben will. Außer halt der D6, weil der D6 wirklich awesome ist und den werde ich jetzt bis zum Ende noch behalten. Und falls noch am Ende wirklich was Cooles kommen wird, wie zum Beispiel... keine explodierenden Kackviecher. Nein. Was soll am Ende noch kommen? Sagen wir mal... der Kruzifix oder so. Oder... das, wo Haufen blaue Seelenherzen kommen. So das blaue Kreuz und so. Das wäre cool. Einige Münzen wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. Du musst dann sterben. Ach, Kacke. Das war ein großer Fehler von mir. Ach, das ist auch ein großer Fehler von mir. Werde ich sterben? Werde ich sterben? Komm. Stirb. Ja. Nein. Nein. Ach, gut. Puh, es hat geklappt. Da ist noch der Goldraum. Den will ich noch sehen. Bevor ich sterbe. Boah, ist das doch mies. Boah. Boah. Stirb. Ach, kein Herz. Ja, ein Herz. Isandur, wollt ihr mich jetzt überhaupt verarschen mit Haufen komischer... Leertasten-Items? Jetzt habe ich schon auf dieser Ebene 4 Leertasten-Items. 4. Ohne den D6. Mit dem D6 werden es natürlich 5. Aber wer mag so viele haben? Niemand. Niemand. Wer sagt das? Niemand. Ja. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ah ja, Leute. Nochmal zurück zu dieser... schöne Zeit, die gerade ansteht. Und zwar... der Weltuntergang. Natürlich, falls wir ihn überleben, kommt natürlich nach 3 Tagen des Weltuntergangs am 24. Weihnachten. Was habt ihr so in Weihnachten so überhaupt so vor? Ich weiß, was ich vorhabe. Aufnehmen. Oh, Bombbag gives bombs. Den nehme ich mit. Ich nehme so viel, alles, was geht, überhaupt mit. Weil vielleicht... gibt's ja nichts mehr Besseres. Ja, genau. Was macht ihr an Weihnachten so? Geht ihr der Oma und der Opa, dem... Der Oma und der Opa. Ach, Pibi, dein Deutsch. Dein Deutsch ist ja so genial. Geht ihr der Oma und dem Opa heute an dem Tag auf den Geist?
Oder wandert ihr durch das finstere Tal und spielt Slenderman? Oder was weiß ich, Leute, was habt ihr so alles vor an Weihnachten? Es kann ja alles Mögliche sein. Ich will nicht leugnen, dass ihr das und das nicht vorhabt oder so, aber es kann ja alles Mögliche sein. Deswegen frage ich auch, und wir haben ja eine Pretty Fly gerade bekommen, was ich jetzt erst bemerke. Wir bekommen gar keine Herzen mehr wie vorhin. Aber ich hoffe, wir bekommen einige. Ja, ein paar Münzen brauche ich gerade nicht. Den Scheißhaufen und die Dollarnote könnte ich wirklich gut gebrauchen. Aber Herzen sind jetzt gerade wichtiger. Yes, und es klappt perfekt. Gut, gut, gut. Noch so eine dumme Fliege. Töten. Töten. Boah, wie viele Schlüssel wir jetzt bekommen. Dann lohnt es sich ja irgendwie gar nicht, mir den Schlüssel da am Anfang zu kaufen, oder? Also hier im Shop. Ja, das lohnt sich nicht mehr. Kommt, wir haben jetzt 7 Schlüssel. 8 und 17 Bomben. Das ist übertrieben viel. Wir werden nie und nimmer so viele noch bis zum Ende brauchen. Never. Eine neue Pille. Eine Tiersaupille. Oh, wie schnell schießen wir jetzt? Yeah, so schnell und so gut. Wenn irgendwann noch Krebs kommen sollte, dann nehme ich das auch gerne hin. Wollte gerade sagen, wenn der Automat die Dollarnote ausspuckt, dann brauchen wir eh keine Münzen mehr. Aber Krebs wäre super mit den Gifttränen. Perfekt auch noch. Cool. Ich weiß nicht, kann... Nein, das kann er nicht. Wollte gerade fragen, ob der D6 auch Trinkets ändern kann. Aber Trinkets kann ja nur der D20 oder die... Ja, D20 ändern. Ach gut, noch nicht den Scheißhaufen. Bitte ein paar Herzen noch. Das wäre sehr, sehr nett von dir, kleiner Bettler. Ich sagte Herzen und nicht herzklauende Viecher. Jam, 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 tot. Alle sind tot. Tot, tot, tot. Oh, cool. Herzen. Eine... Oh, jetzt merke ich, ich stelle pro Run irgendwie jedes Mal eine Frage. Na egal. Eine weitere Frage in der Fragerunde. Fragen nach Fragen. Komisch. Wisst ihr zufällig, was ich so let's playen soll nach New Super Mario Bros. U? Mir fällt eigentlich nicht gerade so viel ein. Ich werde auch noch die anderen Let's Plays beenden, aber das sind ja nur Nebenprojekte. Und ich brauche neben Isaac auch noch ein zweites Hauptprojekt, weil jedes Mal nur Isaac oder nur Isaac zu sehen wäre auf Dauer sehr, 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 sehr langweilig. Also, ich möchte schon gern wissen, was ich... Ach, so viele Schlüssel. Was ich noch so Let's Playen soll. Vielleicht habt ihr ja gute Ideen und vielleicht kann ich ja auch noch irgendwas davon Let's Playen. Ein Abonnent hatte ja früher mal gemeint, ich soll Dark Souls Let's Playen. Nein, Junge, das habe ich nicht vergessen. Minion, ich werde das auch noch Let's Playen, natürlich. Dich habe ich nicht vergessen, dich und deinen coolen Kommentar mit Dark Souls. Und... Ja, natürlich, ich werde es wirklich... Nein, das ist nicht als Scherz gemeint. Ich werde das wirklich noch Let's Playen. Auch wenn ich mir einige Videos davon angeschaut habe und dann gemerkt habe, Alter, das ist arschschwer. Aber ich meine, so als Hauptprojekt fällt mir gerade nicht mehr so viel ein. Deswegen frage ich euch, was denkt ihr, wäre ein gutes und geeignetes Hauptprojekt? Weil neben Isaac und vorher war ja Wii U. Das nächste Wii U-Spiel habe ich ja schon bei Mario U erzählt. Wäre Pikmin 3. Aber ich habe noch was davor gesehen auf Nintendo-Website, dass ein cooles Spiel rauskommt. Leider auch erst im ersten Quartal 2013. Im ersten Quartal erst, also so spät für euch. Wie heißt das? Alien Marines, irgendwie sowas. Das ist cool irgendwie, da spielt man die Viecher oder solche Jäger aus Alien vs. Predator, so ähnliche Viecher. Und vielleicht wäre schon interessant, und wir haben den Scheißhaufen. Aber ich brauche noch ein paar Herzen, ein paar Räume, noch einige Räume. Hoffe, es kommen noch mindestens 12 Räume. 12!
12, das wäre schön. Hm, wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, das werde ich vielleicht auch noch, das werde ich let's playen, aber es kommt darauf an, wann und wie ich das mache. Aber bis das soweit ist, muss ich ja noch irgendwie ein Hauptprojekt haben und das dürft ihr auch entscheiden. Oh, schon wieder eine Bertler. Oh, du bist so cool, Kleiner. Das dürft ihr entscheiden, was ich let's playen soll. Werde, tun muss. Hust, hust, keine Ahnung. Ach, ein halbes Herz, danke. Oh, eine Bombe, danke. Gib mir einen Helfer ab. Hm. Book of Revelations. Nett gemeint, aber nein, danke. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Yeah. Nee, ich kann es gerade wirklich nicht gebrauchen, da ich ja kein Leertasten-Item haben will. Oh Mann, wie viele Bettler kommen jetzt? Oh, das war knapp. Gut, jetzt komm. Komm. Gib mir was Gutes, Kleiner. Gib mir was Gutes. Oh Mann, wieso so Haufen Kack-Leertasten-Items? Echt jetzt, das nehme ich nicht hin. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 Leertasten. Ja, 5 nur noch, weil ich ja 1 schon gehabt habe. Aber ohne, dass ich das gehabt habe, wären das 6 Leertasten-Items gewesen. 6 Leute. Und bis jetzt habe ich nur ein einziges davon verwenden können. Boah, also in etwas Nützliches umwandeln können. Krass. 6 Leertasten-Items. Ja, jetzt sind es noch 5, aber trotzdem heftig. Ja. Gut, hier kann ich noch wenigstens zwischendurch durchgehen. Haha. Mann. Okay, gib mir ein paar Seelenherzen. Seelenherzen. Ach, nicht der Burn Penny. Und weh, du gibst mir die Zecke. Werde ich auch sauer, Kleiner. Automat, du. Judgment, noch ein Bettler. Meine Güte, was geht ab? Hihihi, gefällt mir. Oh, cool. More Trinket. Also wir können jetzt doch noch ein zweites Trinket aufnehmen. Also durchsuche ich gleich nochmal die Ebene nach einem guten zweiten Trinket. Ja, Giftdrehen brauche ich jetzt gerade nicht, Kleiner. Den Darm auch nicht. Red Patch auch nicht, tut mir leid. Ah, die Explosion. Ja, die Explosion ist cool. Bis dahin nehme ich nochmal den Burnt Penny mit. Vielleicht bringt er mir noch irgendetwas. So ein paar Bomben. Oh ja, endlich mal ein Gegner. Endlich mal ein paar Gegner. Und anscheinend kommen doch noch einige Gegner zusammen. Das gefällt mir. Also Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr meint, was wäre ein gutes, geeignetes Let's Play für mich. Für die, die es nicht wissen, ich habe ja die Xbox 360 und die Wii U und GameCube, PC-Spiele meinetwegen auch. Alles könnt ihr posten, schreiben, mir wurscht. Hauptsache ich etwas ab, was Gutes zum Let's Playen. Und nicht nur einfach, zum Beispiel... Pikmin 1, weil Käsekuchen zu gut. Overpowered. Ne, ihr müsst schon eine kleine Begründung dazu schreiben. Das wäre nett von euch, wäre nett von euch, riesig nett von euch. Wir können wieder mal das benutzen, unser schönes Leertasten-Item, den D6. Mann, jetzt stecken wir immer noch in dieser Kack-Ebene fest. Oh yeah, kills heals. Alles Mögliche benutze ich, nur dass ich Haufen... Leertasten-Items bekomme. Keine Leertasten-Items mehr bekommen. Das wäre cool. Mann, wieder ein Automaten. Brauche ich den? Ja, es können Pillen rauskommen. Nein! Ja, supi. Ja gut, ich benutze hier auch nochmal den Schlüssel. Ja, und Herzen brauche ich auch noch. Stimmt. Ich vergesse ja alles. Alles. Okay, kaum spende ich 2 Schlüssel, bekomme ich die wieder. Schön. Oh, eine Pille. Eine Helfer ab. Oh, cool. Cool. Eine Bombe. Ein ganzes Herz. Yeah. Also wir können, glaube ich, doch noch ein Herz bekommen von dem Automaten. Ach, jetzt kriegen wir doch noch eine Bombe. Noch extra von unserem Bomb-Bag. Also jedes Mal, wenn wir... Münzen einsammeln, kriegen wir Bomb-Bag.
kriegen wir Bomben durch unser Bombbag. Und durch den Counterfeit Penny bekommen wir auch noch mehr Münzen. Also ein ewiger Teufelskreis der guten Dinge. Oh Mann. Ich werde wahrscheinlich Isaac mit Bomben töten, mit Giftbomben. Ja. Yeah. Auch noch verfolgende Bomben wären geil, weil... Kommt schon, Leute. Wer würde da nicht sofort sterben mit verfolgenden Bomben? Und wir haben eine neue Pille. Luck up. Okay, wir sind zwar kein, aber... Können wir noch mehr Luck als Luck haben? Das geht anscheinend. Okay. Nein, Riesentrollo-Bombe. Gut, dass der Automat nicht beschädigt wurde. Schön. Noch eine Pille? Ah, nochmal Tears up. Okay. Und wie schnell schießen wir? Yeah. Also wir haben schon mal die höchste Schussgeschwindigkeit, jetzt noch Krebs dazu bekommen und wir sind unbesiegbar. Und noch Zyklopentränen, dann diese Verlangsamungstränen, Quadshot, dann sind wir wirklich overpowered und können mit jedem Charakter den besiegen. Und dann auch noch, der Ankh bekommen, dann könnten wir es locker auch noch mit Blue Baby schaffen. Im letzten Run habe ich ja mit Magdalene, den Isaac geschafft. Und ein Abonnent von mir meinte ja, ich hätte nicht mal mit Blue Baby Isaac geschafft, da ich ja ganz Zeit getroffen wurde. Aber, das stimmt schon nicht, ich wurde ganz Zeit getroffen. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mich treffen lassen die ganze Zeit. Nur so konnte ich Isaac auch am schnellsten umbringen. Aber ich habe vergessen, dass ich auch noch der Ankh hatte und... letztendlich mich umbringen wollte und das hat nichts gebracht. Im Kampf habe ich noch gewusst, ich habe noch der Ankh, aber dann habe ich es halt vergessen. Das ist schon doof, wenn man Sachen vergisst. So ultra kurzer Gedächtnis, so... Wer bin ich? Was mache ich? Warum läuft hier ein Spiel? Hä? Zeit? 17 Minuten? Hä? What the fuck? Was ist das hier? Ach ja, ich bin PB-Style. Und ja, Leute... Im nächsten Part seht ihr, wie es weitergeht. Also Leute, haut rein, schaltet ein und viel Spaß. Bis zum nächsten Part mit Isaac, beziehungsweise Kane, ja, Kane, ja. Und jetzt den Vampir-Kane. Ja, Kane, ja, der Dracula-Kane, ja. Tschüss Leute, haut rein.